Ja Mensch, das Folgende, was ihr hier sehen werdet, ist eine Art Hörbuch von einer Geschichte, die ich mal vor 3 Jahren angefangen habe zu schreiben. Sie ist nie fertig geworden. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Kapitel hinbekommen und danach war die Luft irgendwie raus. Und ja, ich wollte jetzt einfach mal versuchen, ob ich wieder Feuer in die Geschichte bringe. Wie gesagt, vor 3 Jahren und dann habe ich aufgehört. Also mal sehen, ob ich wieder Feuer in die Geschichte bringen kann, um sie weiter beziehungsweise vielleicht sogar zu Ende zu schreiben. Dementsprechend wollte ich euch meine Geschichte präsentieren, die ich hier gleich im Anschluss als Hörbuch, zumindest das erste Kapitel als Hörbuch kommt. Ich verzeih schon mal bitte das, ne? Also, ich hoffe, ihr verzeiht die kleinen Verleser, weil das ist, ich habe das geschrieben, meine Herren, du. Das ist zwar schon ein bisschen korrigiert, aber hoi, das will ja keiner lesen. Deswegen habe ich das als Hörbuchfassung gemacht und ihr könnt mir ja wunderschön eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben und vielleicht irgendwelche Anregungen geben, was man denn da alles noch draus stricken könnte und überhaupt. Also gerne das Video bewerten, wenn euch die Geschichte wirklich interessiert und auch bitte Kommentare schreiben, weil das kann mir deutlich helfen, um halt eine Geschichte weiterzuschreiben. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal, sage ich jetzt schon mal. Und viel Spaß bei Shahirim. Kapitel 1: Dunkles Erwachen. Als ich nach Hause kam, konnte man nicht übersehen, dass etwas Schreckliches passiert war. Die Wände waren über und über mit Blutstropfen versehen und auf dem Boden befanden sich schon einige Blutlachen. »Was ist hier passiert?« rief ich so laut, dass man es in jedem Zimmer des wunderschönen Hauses, das in Morad K., einem Dorf der Dunkelelfen steht, hätte hören können. Ich schlich leise durch jedes Zimmer und als ich in der Küche war, wurde mir übel. Auf dem Boden lagen meine Eltern, einer riesigen Pfütze Blut. Wie ich erkennen konnte, waren bei beiden die Halsschlagadern mit einem Schwert oder einer Klaue zertrennt. »Wer war das?« schrie ich so laut, dass ich mir schon selber Angst einjagte. Noch im selben Moment fasste mir eine Hand auf die Schulter. Ich drehte mich ruckartig um und wollte zuschlagen. Doch ich hielt inne. Es war mein Bruder, der wohl, als ich in der Küche meine Eltern gefunden hatte, das Haus betreten haben muss. »Es ist schrecklich, was hier passiert ist. Unsere armen Eltern«, sagte er mit einer merkwürdigen Stimme. Mein Bruder Kanto war ungefähr 1 Jahr älter als ich, allerdings gingen wir beide in dieselbe Klasse der Kampfschule. »Weißt du etwas darüber, was hier passiert ist?« fragte ich ihn und hoffte, er würde mir eine Antwort geben. Aber er sagte nur: »Shahirim, ich weiß überhaupt nichts. Ich bin kurz vor dir gekommen und hab schon das ganze Haus auf den Kopf gestellt«, sagte er zu mir. »Shahirim ist mein Name. Shahirim Del Kau, Sohn des Aldogar und Melegelawen Del Kau. Unsere Familie gehörte schon seit Jahren zu einer der reichsten Familien Moradkas. Aus diesem Grund gingen mein Bruder und ich in die beste Kampfschule des Landes und wir beherrschten fast jede dunkelelfische Kampftechnik. Das hilft mir jetzt aber auch nichts. Meine Eltern sind tot und mein Bruder verschwunden. Kurz bevor er gegangen war, sagte er: Ich habe noch was zu erledigen. Zwar wunderte ich mich darüber, aber machte mir keine Sorgen. Sicher wollte er die Verwandten kontaktieren. Ich musste aber nun herausfinden, wer oder was meine Eltern ermordet hat. Ich untersuchte die Küche und in der nur ein paar Stühle, ein Tisch und der alte Steinofen standen. Mein Blick schweifte über den Boden, dann an die Wand, die ebenfalls mit Bluttropfen übersät war, und dann wieder auf den Boden. Dort lag etwas. Es sah aus wie ein Zettel. Ich hob es auf und tatsächlich war es ein Zettel mit einigen blutigen Fingerabdrücken. Nach dem Öffnen las ich folgenden Satz in fast unleserlicher Schrift: Der Khazar-Kult hat blutige Rache genommen. Was ist der Khazar-Kult?
Warum hat er an meinen Eltern Rache genommen? Es gab zwei Dinge, die ich nun weiß. Diese Schrift kommt mir sehr bekannt vor und ich muss auch schnell zum Wege zum weisesten Dunkelelfen ganz Krams. Denn nur er konnte mir sagen, was der Khazar-Kult ist und was nun zu tun war. Ich beschloss, sofort loszuziehen, da ich keine Sekunde mehr hier bleiben wollte. Ich packte meine Sachen ein und zog mit ein wenig Proviant, dem Brief des Khazar-Kultes, der Karte meines Vaters und meinen beiden sehr teuren, aus bestem Eisen gefertigten Klingen los. Der Weg zum Turm des weisen Avaran dauerte 2 Tage. Ich musste über Shakar bis nach Morad Num und deshalb verweilte ich nicht länger an diesem Ort. Ich ging nun schon eine Weile über die staubigen Sandwege, als ich an einem merkwürdigen Lager vorbeikam. In ihm hielten sich 2 stinkende grüne Trolle auf, die eigentlich an den Grenzen von Midyat beheimatet waren. Wie konnten sie so weit ins Land einfallen? Ich zögerte keinen Augenblick und rannte auf die beiden zu. Im Nu waren sie Würmerfraß, da ich sie mit meinen Klingen getötet hatte. Auf dem Boden lag ein Banner, das ich sofort einsteckte. Vielleicht würde es mir noch einmal nützlich sein. Es war schon fast Nacht, als ich in Shakar ankam. Ich ging auf eine Schenke zu, die den Namen zum giftigen Eber trug. Drinnen angekommen, merkte ich sofort, dass es ein Fehler war, hier reinzugehen. Überall lag Müll rum und Betrunkene brüllten sich gegenseitig an. Ich drehte mich um und wollte gerade herausgehen, als mich etwas am Hinterkopf traf. Ich wurde bewusstlos und wachte erst ein paar Stunden später wieder auf. Ich war in einem Raum, in dem es außer einem Fenster nichts anderes gab. Vielleicht bin ich ausgeraubt worden, schoss es mir durch den Kopf. Ich überprüfte dies, aber außer meinem Brotlaib fehlte nichts. Schließlich gewöhnten sich meine Augen an das wenige Licht und ich konnte die Münze und die Brotkrümel auf dem Boden sehen. Hallo, ist hier jemand? Wenn ja, kommen Sie aus Ihrem Versteck, rief ich ins schwache Licht. Aus einer unbeleuchteten Ecke trat plötzlich ein kleiner Zwerg, der sich die Ohren zuhielt. Ja, hier ist jemand und du musst gar nicht so schreien. Ich bin doch nicht taub, sagte er genervt. Ja, tut mir leid. Aber ich musste halt so laut rufen. Ich hatte gesehen, dass jemand mein Brot gegessen hat und da habe ich halt ein wenig überreagiert. Entschuldigte ich mich. Schon gut. Ich habe es ja auch nicht so ernst gemeint, aber vergessen wir dies. Ich heiße Gnarl Klettenbart und bin seit gestern hier gefangen. Und da habe ich mich gefreut, dass etwas Besuch und ein wenig Essen kommt. Okay, aber wie heißt du? Fragte Gnarl Klettenbart. Gut, dass du das nicht so eng siehst. Also, ich bin Shahirim Del Kau, aber du kannst mich einfach Shahirim nennen, sagte ich. Okay, Shahirim. Du kannst mich auf einfach Gnal nennen, meinte Gnal. Gut, aber sag Gnal, was führt ein Zwerg nach Karm? Fragte ich Gnal. Also das liegt daran, dass ich im Auftrag des Königs von Midyat, Karl Achtstein, unterwegs war, um beim Avaran, dem weisen Dunkelelfen, etwas herauszufinden, erklärte mir Gnal. Aber habt ihr in Midyat nicht auch einen weisen Zwerg und wie kommst du nach Shakar, wo der Turm von Avaran in Morad Num liegt? Fragte ich verdutzt. Gnarl holte tief Luft und sagte: Also tatsächlich haben wir einen weisen Zwerg namens Bodo Forst. Doch dieser wurde vom Khazar-Kult gefangen genommen und ich bin im Auftrag von Karl Achtstein unterwegs, um herauszufinden, was der Khazar-Kult ist. Da ich meine Karte verloren hatte, irrte ich umher, als ich endlich ein Dorf mit einer Schenke fand, war schon Nacht und ich wollte nur noch schlafen und bin dann hierher gekommen. Das war's eigentlich. Ah, ich muss auch zu Avaran und wie du, muss ich auch etwas über den Khazar-Kult herausfinden, der meine Eltern auf grausamste Weise ermordet hat, sagte ich zu Gnall. Diese Schweine! Man sollte die umbringen, regte sich Gnal auf. Ist schon okay. Wir werden schon ihre gerechte Strafe bringen. Aber erstmal müssen wir hier raus. Kennst du einen Weg hier?
fragte ich Knall. Ja, eine Möglichkeit gäbe es. Siehst du das Fenster da? Du müsstest dich darunter stellen und eine Räuberleiter machen, damit ich an dir hochklettern kann. Wenn ich oben bin, ziehe ich dich hoch, schlug Knall vor, und nach 2 Minuten waren wir draußen. Puh, das hätten wir geschafft, aber warum bist du nicht früher abgehauen? Fragte ich Knall. Hey, wie groß bin ich? Ich hätte doch gar nicht das Fenster erreichen können, meinte Gnall ein wenig genervt. Okay, das hatte ich vergessen. Kommt auch nicht wieder vor, aber wenn du auch zu Avaran musst, können wir doch zusammenreisen, oder? Schlug ich Gnall vor, und Gnall war der gleichen Ansicht. Auf dem Weg fragte ich Gnall, wieso gerade Avaran hier in Kam? Gibt es nicht auch einen in West Castle? Ja, schon, aber du musst wissen, wir Zwerge mögen die Menschen nicht, und da sie so angeberisch sind und der Weg nach Tirhaudil zu lange gedauert hätte, musste ich hierher kommen, erklärte mir Gnall. So wanderten wir noch einige Zeit umher, bis sich uns 2 Trolle in den Weg stellten. Wir nickten uns zu und schlugen diese Monster in die Flucht. Gnall, der eher dick war, kämpfte mit so viel Geschick, dass er selbst meinen Lehrmeister besiegen könnte. Es dämmerte bereits, als wir am Turm des weisen Avaran klopften. Avaran öffnete uns die Tür und bat uns herein. Was führt euch zu mir, ihr beiden Krieger? Fragte er uns Avaran mit leichten Grinsen. Also, wir beide sind zu dir gekommen, um herauszufinden, was der Khazar-Kult ist, der meine Eltern auf brutale Weise ermordet hat und Bodo Forst gefangen genommen hat, erklärte ich Avaran. So. Ihr wollt etwas über den Khazar-Kult erfahren. In Ordnung. Dieser Kult ist eine Sekte aus Teufelsanbetern, die in Blackmoor entstanden ist und in allen Teilen des Landes ihr Unwesen treiben. Ihr müsst nach Blackmoor, um alles über diese Sekte zu erfahren. Doch eins sei euch gesagt, der Weg dorthin ist lang und gefährlich. Ihr müsst durch das eisige Midgard, durch die riesige Stadt West Castle und schließlich durch die großen Sümpfe von Tryhaudil, letztendlich ins vom Lava durchströmende Blackmoor zu gelangen. In Blackmoor ist auch der Herrscher des Khazar-Kultes, Nark, der einst Blackmoor auf den Pfad der dunklen Magie führte. Von der unglaublichen Macht gelockt stürzte er Blackmoor ins Unheil. Das sonst so schöne Blackmoor wurde von der dunklen Magie heimgesucht und letztendlich in die an die Oberfläche liegende Hölle. Doch nur wenige Bewohner von Blackmoor überlebten diese Katastrophe. Diejenigen, die überlebten, schlossen sich zusammen und lernten die dunkle Magie zu verwenden und für ihre Zwecke zu missbrauchen. Diese Magier, die die dunkle Magie beherrschten, nannten sich Khazars. Und so wurde ihr Clan Khazar-Kult genannt. Mehr weiß ich im Moment auch nicht. Ich schätze, ihr müsst nach Blackmoor, um alle Antworten zu finden, die ihr zu wissen verlangt, erzählte Avaran. Aber meine Füße tun jetzt schon weh bei dem Gedanken daran, wie weit wir laufen müssen, jammerte Gnal. Wieso müssen wir laufen? Wir können doch einfach ein Pferd nehmen, schlug ich vor. Hast du etwa vergessen, dass ich ein Zwerg bin? Und dass Zwergen große Angst vor Pferden haben? Nie werde ich auf einen Rücken eines Pferdes sitzen, hörst du? Nie! Regte sich Gnall auf. Gnall, hör auf, dich so aufzuregen. Das hatte ich nicht gewusst und weiter kam ich nicht, da Gnall mir wütend ins Wort fiel. Ich soll mich nicht aufregen? Wieso? Ich bin doch ganz ruhig. Du sollst dich nicht so aufregen. Hört auf, euch zu streiten. Wenn ihr es bis nach Blackmoor schaffen wollt, müsst ihr zusammenhalten und euch nicht wegen solcher Nebensächlichkeiten zerfleischen, schritt Avaran ein. Ich habe noch etwas für euch. Ein Brief, den ich erst in Blackmoor öffnen dürft, hört ihr? Nicht in Midyard, West Castle oder Tirhaudil, nur in Blackmoor. Habt ihr verstanden? Fragte Avaran. Ja, das haben wir verstanden und Shahirim. War nicht so gemeint. Manchmal bin ich halt ein bisschen aufbrausend. Verzeihst du mir? Sagte Gnall. Okay, Gnall. In Ordnung, sagte ich und reichte ihm die Hand. Er schlug ein und Avaran sagte: Na dann ist ja gut. Wenn ihr euch wieder versteht,
Jetzt solltet ihr aber aufbrechen, wenn ihr in Blackmore überhaupt noch ankommen wollt. Avaran begleitete uns zur Tür und verabschiedete sich von uns. Auf bald! Ihr werdet das schon schaffen. Ja, das werden wir versuchen, sagte Gnall, der den Streit anscheinend wieder vergessen hatte. Wir gingen langsam los und waren bald an der Grenze von Kham nach Midyard. Aus einer der kleinen Häusern, die an der Grenze standen, kam ein dunkelelfischer Krieger, der ziemlich durchgefroren war. Er sagte zu uns: Na, ihr zwei, wo wollt ihr denn hin? Um diese Uhrzeit? Naja, ist auch egal. Eines will ich euch noch sagen: Hütet euch vor Trollen. Diese Viecher sind einfach überall. Es ist mir ein Rätsel, wie die Trolle über die Grenzen ins Land eindringen können. Also, passt auf euch auf. Aber bist du nicht der Sohn von Alduka? Ja, der bin ich, antwortete ich. Wusste ich's doch, du kamst mir gleich bekannt vor. Wie geht es deinem Vater? Fragte der Wachmann. Naja, er ist tot, sagte ich etwas traurig. Mein herzliches Beileid, aber ich glaube, ihr müsst los. Ich will euch nicht länger aufhalten, meinte der Wachmann und ließ uns passieren.